Selbstverständlich existiert die Finanzelite. Und sie beherrscht mehr, als man wahrhaben möchte wahrscheinlich. Es ist ein System, wo, wenn man mal den Einblick da rein findet, so wie ich das gehabt habe, auch wenn es nur ziemlich am Anfang gewesen ist, es ist extrem, was dort passiert. Es sind elitäre Clubs, die sich gebildet haben, die wie eine Zwiebel von außen nach innen immer kleiner und geschlossener werden, wo immer mehr Macht von außen nach innen geht, wo der Einfluss immer größer wird, je höher man kommt. Ich habe im Buch zum Beispiel über den Club zum Rennweg geschrieben. Das ist eigentlich eine kleine Vereinigung nur, die in Zürich existiert. Da sind ungefähr 300 Mitglieder drin, aber eben auch sehr große Namen, nicht nur aus der Finanzwirtschaft, sondern auch aus der Politik, aus dem Journalismus, aus Schauspiel und Fernsehen, aus dem Sport. Menschen, die sich dort zusammentreffen, die sich unterhalten, die Geschäfte machen, so wie Boris Becker zum Beispiel, wo niemand weiß, dass der in der Schweiz eigentlich ein sehr großes Unternehmen führt, eine Beteiligungsgesellschaft mit mehreren Millionen drin. Also Boris ist sehr geschäftstätig dort. Das sind diese kleinen Organisationen, wo es dann beginnt, wo immer weitergeht. Denn das nächste zum Beispiel ist der Entrepreneurs Roundtable. Dort die meisten Mitglieder, die dort drin sind, sind wiederum auch im Club zum Rennweg. Dann eine der nächsten Organisationen, was halt auch sehr interessant ist, weil die Schweiz eigentlich kein EU-Mitglied ist, ist die Lobbyorganisation der Schweizer Banken in Brüssel. Das ist das Swiss Finance Council. Da sind auch sehr viele Leute, die dann wiederum im Entrepreneurs Roundtable drin sind, sind dort wieder vertreten. Und wenn man da dann schaut, wo die Leute, die im Swiss Finance Council drin sind, wieder vertreten sind, dann landet man sehr schnell auch bei so Organisationen wie den Bilderbergern oder dem WEF in Davos. Ich war mehrfach im Club zum Rennweg zu Gast. Ja, das ist ein Club, der eigentlich permanent offen hat. Mitglieder dort können andere Außenstehende mit in den Club nehmen. Es gibt dort den ganzen Tag über warmes Essen. Man kann dort jederzeit was trinken. Es ist auch alles gratis für die Mitglieder. Ich bin dort mal hingekommen und habe damals Sepp Blatter gesehen, der dort genüsslich diniert hat mit einigen Herren aus dem arabischen Bereich. Das war noch weit vor der Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft für die nächsten Jahre. Und es war schon sehr interessant, wie diese Leute so miteinander umgehen dort. Man fühlt sich natürlich ungestört. Man ist ja nun auch ungestört, weil es würde niemanden jemand dort reinschleppen, dem man nicht vertraut. Und an sich ist es dafür ist es da, dass man unter sich sein kann, dass man unter sich Abmachungen treffen kann, dass man wiederum netzwerken kann. Und es ist halt sehr interessant. Ich habe versucht, eine Liste zusammenzustellen von Mitgliedern, bei denen ich weiß, dass sie im Club zum Rennweg drin sind. Und wenn man dort mal nachgoogelt, wer mit wem irgendwo dann wieder zusammen eine Firma hat, da oder wer mit wem im Aufsichtsrat vielleicht von anderen, von großen Unternehmen sitzt, auch deutschen Unternehmen, dann fällt man fast hinten rüber, da erschreckt man sich ja. Meine Kontaktpunkte mit dem Entrepreneurs Roundtable waren über die Credit Suisse, über dortige Herrschaften in höheren Positionen, die mich mal zu einem Vortrag mitgenommen haben. Und es ist halt auch dort wieder sehr interessant, das zeigt dort halt auch wieder, dass rekrutiert wird aus anderen elitären Clubs, denn die meisten, die im Entrepreneurs Roundtable Mitglied sind, und es sind ja nur 50 Personen, die dort permanent Mitglied sein dürfen aufgrund der Statuten, die sind auch im Club zum Rennweg dann vertreten. Die Macht verteilt sich in dem Sinne in dem oberen Bereich dieser Organisation. Es wird sich getroffen mit Vertretern der Finanzwirtschaft und der Politik.
der von großen Unternehmen wie alle möglichen, ob das jetzt dann Amazon oder Facebook oder Banken wie Goldman Sachs sind oder Politiker wie Merkel oder auch Schäuble oder aus anderen Ländern, man trifft sich. Man spricht über Themen und Gesetze werden dort eigentlich beschlossen in diesen Kreisen und dann in die dementsprechenden Gremien eingebracht. Oder man schaltet die dementsprechenden Gremien aus. Also in der EU ist es zum Beispiel gang und gäbe, dass Lobbyorganisationen und Vereinigungen wie zum Beispiel das Swiss Finance Council oder andere Organisationen, die dort lobbymäßig auftreten, sehr viel Mitspracherecht haben in der Gesetzgebung und der Gesetzgestaltung, wenn es um Finanzpolitik geht. Und es ist natürlich auch von denen gewollt, weil sie so zum einen wesentlich mehr in ihre Richtung drängen können, Gesetze entschärfen können in dem Moment. Und von der politischen Seite her natürlich, weil jeder einen Sitz gerne hätte in einem Verwaltungsrat von einem großen Unternehmen oder von der Bank. Lobbyorganisationen sind eigentlich da, um ihre Meinung zu einem gewissen Thema vorzubringen, aber nicht durch in diesem Maße, wie es in Brüssel passiert. Es werden dort die Gesetze eigentlich teilweise von diesen Organisationen schon überarbeitet. Da werden Rechtsanwälte eingesetzt, da werden Spezialisten eingesetzt, die Gesetzentwürfe nehmen, die überarbeiten und dann wieder zurück in dementsprechend in das Parlament senden und sagen, wir hätten das gerne so. Und es wird dann auch so gemacht. Das ist ja nun nicht nur in der Schweiz so, das ist zum großen Teil in ganz Europa und in großen Teilen der Welt so, dass dort Organisationen die Gesetze vorbereiten und die dann so ins Parlament getragen werden, wenn sie denn überhaupt ins Parlament getragen werden und darüber abgestimmt wird. Das hört sich nach Parapolitik an. Also. Das ist definitiv Parapolitik, ja. Das sind Methoden, die eigentlich nichts in diesem Sinne demokratisch-parlamentarisches mehr haben, ja.